Hallo, hier ist der Martin von Money Monkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch. Ja, Mittwoch, den 28.09.2022. Und unser DAX ist umgekippt, hat seine Balanceübung nicht geschafft, einfach auf den Rücken geklatscht. Der hat es zwar versucht, muss man sagen. Wir hatten ja drüber gesprochen, 3,65 wäre hier der Schlachtpunkt nach oben, den er aber auch halten und verteidigen dann müsste, um eben 500 zu erreichen, wo wir aber auch gesagt haben, dass das eigentlich nochmal ein Punkt wäre, um dann halt richtig nochmal nach unten zu treten und auch sogar nochmal neue Tiefs machen zu können. Er hat das hier schon nicht hingekriegt, 3,65. Wir haben schon nach dem Aufwärtsgap im ersten Update heute rumgeschickt, dass das zu übermütig ist. Abwärtsgap macht man keine Aufwärtsgaps, das geht eigentlich, also der DAX kriegt das so gut wie nie hin. Na, das endet dann eher immer damit, dass unten nochmal ein neues Tief drunter gesetzt wird. Und dass man das auch mit einplanen sollte, runter auf die 12.120 und 12.50, so hatten wir es früh gleich, ich glaube 9 Uhr geschrieben oder sowas, als das Aufwärtsgap hier drin stand. Und ja, so ist dann gekommen, hat die 3.65 nicht verteidigt bekommen, hat sich dann da versucht zu krallen und zu beißen und auch nochmal 300 hier ein bisschen rumgespielt. War nicht ganz so einfach zu erkennen, denke ich. Kann mir gut vorstellen, dass er da die schon einige Long reingeködet gekriegt hat. Also so hat er sich ja, so wie er sich verlaufen hat, hatte das auch nur gemacht, um da Leute Long reinzulocken halt, ne? Und die dann richtig unten auszunehmen. Das war das Ziel. Das sollte ihm auch gelungen sein. Von der Bewegung her sieht zumindest sehr deutlich danach aus. Jetzt hat er hier ein paar auf den Kieker gekriegt, die er dann unten rausspielen konnte. Und hat unten jetzt so ein wichtiges Ziel erreicht. 12.50 und die Linie, über die wir gestern gesprochen hatten, die Linie extra mit erwähnt, ne? Wo sie liegt, die ist genau angelaufen worden, wurde jetzt erstmal gut verteidigt. Was heißt gut verteidigt? Ja, sie wurde verteidigt, sie wurde gut verteidigt, aber das ist noch kein Sieg, den er hier erringen konnte. Also auch kein Sieg gegenüber dem Aufwärtstrend, gegenüber dem Abwärtstrend. Der ist noch immer intakt, lehnt sich jetzt sogar hier aus der Projektion raus, der 100er. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass es zeitlich eben noch nicht ganz passend ist, dass da noch ein bisschen was kommen kann. Hatten hier schon mal Extensions angelegt, die runtergehen bis 1,66 und 1,333. Ihr erinnert euch. Und da ist er noch drin, da ist auch noch nichts raus, da ist noch kein Bruch drin. Über 500 hat man gesagt, muss er drüber, damit es wieder positiv wird. Jetzt könnte man zumindest mal sagen, über 600, Entschuldigung, über 12.365 wird es wieder positiver. Wenn es ihm gelingt, jetzt hier von hier unten irgendwo sich so hoch zu drehen, dass er darüber geht, könnte man hier jetzt eigentlich einen Long-Trigger ansetzen. Deswegen würde ich das fast mal wegsetzen. In die 500 rein dann. Die wird dann trotzdem nochmal knackig. Also die wird definitiv gegensteuern. Hätte dann aber trotzdem gutes Potenzial, hier mal so einen Bereich um 6,70 rein freizugeben. Solange das aber nicht passiert, er auch da nicht drüber geht, sind Rückläufe insbesondere in die 1,80, 200 rein. Eigentlich Shortvorlagen. Ne, das heißt, geht er zum Mittwoch hier rein, dreht sich wieder runter. Kann er durchaus dann auf zu den nächsten Zielen gehen. Die nächsten Ziele sind im Bereich um 11.830, 11.800, 11.900 ist auch schon interessant. Was hat man hier noch? Wir hatten hier noch im Tageschart, glaube ich, einen Fibonacci Retracement gezogen, was bei 59 lag. Die würde ich mir mal mit auf den Zettel schreiben. 59, 900, 830, 800. Ich glaube, so könnte man sich unten vorarbeiten, Stück für Stück. Wenn er nicht überzeugen kann nach oben, dann macht er unten weiter, holt sich zu Stück für Stück einfach noch ein paar Ziele raus. Aus Großbildbetrachtung sieht die Welle aber trotzdem recht gut aus, recht fortgeschritten. Ihr fällt es auch schwer zu beschleunigen. Also das wirkte für manche jetzt viel. Das ist aber ein Scheißdreck gewesen. Also wirklich, das ist für einen DAX schon fast ein bisschen peinlich, wenn er neues Tief bringt, neues Verlaufstief und dann echt gerade mal so 150 Punkte hinkriegt. Also da kennen wir andere Phasen von ihm. Ne? Da schrubbt er 50 Punkte Kerzen auf die 5 Minuten runter und legt dann so 250, 300 Punkte nochmal unten raus frei. Das war schon ein bisschen dolle, ja, flach eigentlich. Und von daher riecht es ein bisschen danach, wie es ist, die Welle schon wieder kurz vorm Ermüden und dass ein Trendwechsel ansteht. Aber der ist noch nicht da. Der ist auch noch nicht so, dass man sagen kann, da kann man jetzt schon drauf antraden. Und von daher lässt man dem erstmal noch ein bisschen Platz, kann nach unten sich ein bisschen ausbuddeln. Mal gucken hier, vielleicht wird es ja tatsächlich auf dem Freitag und dann der Oktober erstmal wieder ein bisschen Erholung reinbringen. Dann haben wir trotzdem noch diese potenzielle überschießende BB-Welle hier drinnen stehen, auch aus Tagessicht, auf die dann erstmal noch ein bisschen Gegenwehr kommen kann. Und von daher sieht es jetzt erstmal nicht so schlimm aus, auch wenn es sich für viele schlimm anfühlt. Auch
weil die ganzen Aktien die ganze Zeit unter Druck sind. Also wir haben schon immer mehr Zuschriften, die halt wirklich ganz schön schnaufen halt, ne? Euro, es fühlt sich alles so schwach an und so, wie als geht die Welt unter irgendwie für viele, weil sie jeden Tag reingucken und immer wieder sehen, alles rot, alles tief, irgendwie schwach und das gefällt ihnen nicht. Sie haben noch Positionen in Aktien, Long und vielleicht sogar noch irgendwo ein CFD-Long drin oder irgendein Zertifikat oder ETFs oder irgendwas und alles läuft nach unten. Dann sind die natürlich nicht glücklich. Aber dieser Schmerzpunkt, wo ich sagen würde, da sind die Leute jetzt richtig getroffen, der ist noch nicht da. Weil dann werden die immer aggressiv, dann werden die richtig so launisch, schlecht gelaunt und dann pöbeln die auch bei uns ordentlich rum. Und das ist noch nicht da und. Und daher kann da auch noch ein bisschen was kommen unten halt, ne? Also in der Regel steigt er erst wieder, wenn die Leute ganz klar akzeptiert haben, okay, es fällt jetzt und es fällt auch weiter und es kommt wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr hoch. Und wahrscheinlich müssen wir dafür sogar im Oktober noch ein bisschen nach unten anstechen, ich weiß es nicht, aber es fühlt sich vom Sentiment noch nicht so an, wie es ist schon da, wo er hin muss. Fühlt sich noch nicht so an. Das lassen wir jetzt erstmal so im Raum stehen, weil wir bringen das immer mit ein. Ich bringe euch immer ein bisschen Marktstimmung auch mit ein, weil ihr das nicht habt. Einfach, ihr habt keine Community dahinter, wo ihr hunderte Leute über den Tag begleitet, die euch widerspiegeln, wie sie sich fühlen, wie ihnen der Markt vorkommt. Wir haben ja momentan sehr, sehr, sehr viele, die im Trading Probleme haben, von der Marktphase einfach, ne, weil viel auch seitwärts geschoben wird, immer viel zurückgelaufen, geschrammt, mal oben drüber, mal unten drüber, dann aber unten auch wieder nicht richtig raus, dann wieder zurück und wieder oben drüber gestochen und sowas. Das fällt momentan vielen schwer an, aber dieses Aggressionsauslösen, diese Aggressivität und dieses Aufgeben, das fehlt eigentlich noch ein bisschen. Und eigentlich muss das noch kommen, bevor es wieder richtig schön steigen kann. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was sie hier noch zu bieten hat diese Woche. Aber 11.830, 11.800, das ist drin. Ja, das sollte drin sein. Und wie gesagt, passt ein bisschen auf den 9,50 noch, 900, die mit auf dem Zettel schreiben. Dreht er hier ab, dreht er auch bei 1,80, 200 nach unten ab, kann man das alles unten noch anpeilen. Und erst über 200 wird es ein bisschen wieder lockerer, bis in die 3,50 hoch. Und dann muss er sich dort auch erstmal behaupten. Kann er das? Kann er dann da hoch? Aber das wird dann eher für den Donnerstag wahrscheinlich Thema. Ich mache hier zu, wünsche euch gutes Gelingen, viel Erfolg. Und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.